Tag Leute, ich bin der Bär und ihr wolltet unbedingt einen zweiten Teil von praktische Alltags-Apps. Wir nutzen unser Handy den ganzen Tag, meistens allerdings für Social Media oder irgendwelche Online-Games. Ich habe jetzt aber 4 Apps, die deinen Alltag definitiv erleichtern werden und wir starten mit einer App für alle Kraftfahrzeugfahrer. Die Rede ist von Mehr Tanken, einer App, die dir hilft, immer die günstigste Tankstelle in deiner Umgebung zu finden und somit beim Tanken Geld zu sparen. Mit der App kannst du auch bestimmte Kraftstoffe filtern, du kannst die Preise vergleichen und somit die beste Option für dich herausfinden. Und was noch sehr, sehr praktisch ist, dass sie einen Preisverlauf anzeigt, also sowohl die Preise, die am Tag schon waren, als auch eine Prognose, wie sie es werden könnten. Und auch immer eine Empfehlung, solltest du jetzt tanken oder vielleicht noch warten. Die App ist einfach zu bedienen, sie wird regelmäßig aktualisiert, sodass du auch immer den aktuellen Preis auf deinem Handy hast. Du kannst Widgets damit machen, sodass dir deine favorisierten Tankstellen immer angezeigt werden. Und du findest sie kostenlos sowohl im Play Store als auch im App Store. Als nächstes haben wir die App Timetree und die ist perfekt für alle, die ihre Kalender, ihre Aufgaben und ihre Checklisten auf einen Blick haben wollen. Zusätzlich kann man die App auch mit anderen nutzen und so seine Termine gut abstimmen, sodass dieses ganze Wer hat wann Zeittheater mit den Freunden endlich ein Ende hat. Und du kannst auch mehrere Kalender anlegen, zum Beispiel einen für Freunde, einen für Familie und einen für die Arbeit. Und bei Bedarf kannst du sie auch synchronisieren. Das ist echt mega praktisch. Manchmal ist die App ein bisschen unübersichtlich, ich finde aber, es hält sich in Grenzen. Und sie ist natürlich kostenlos. Du findest sie im Google Store als auch im App Store. Bevor wir mit der nächsten App weitermachen, müssen wir über eine App sprechen, die im ersten Video vorkam, und zwar Finanzguru. Ihr wisst, ich bin ein Riesenfan von Finanzguru, da sie mir hilft, mein Geld gut zu verwalten und meine Ausgaben im Überblick zu behalten. Allerdings hat meine Frau jetzt eine Benachrichtigung bekommen, dass sie scheinbar ihr Konzept ändern und manche Funktionen kostenpflichtig werden. Hierunter fällt auch die Funktion, dass man sich die Prognosen anzeigen lassen kann, also das, was noch abgebucht werden wird und wie viel Geld man zur Verfügung hat. Und das finde ich tatsächlich sehr dramatisch, weil das genau die Funktion ist, die mir am allermeisten hilft und die auch eigentlich die Funktion ist, mit der sich Finanzguru von den klassischen Bank-Apps abhebt, weil die haben das meistens nicht. Und das fände ich tatsächlich sehr, sehr schade, wenn das so bleibt. Interessanterweise hat meine Frau direkt ein Jahresabo, so ein Probeabo bekommen, sodass sie die Funktion jetzt noch ein Jahr weiter nutzen kann. Noch interessanter ist, dass ich diese Benachrichtigung noch gar nicht bekommen habe. Dementsprechend wird wahrscheinlich diese Änderung nach und nach erst ausgerollt. Ich fände es, wie gesagt, richtig, richtig schade. Nun aber zur dritten App und das ist die Post- und DHL-App. Klingt erstmal nicht so spannend, ist aber mega hilfreich. Zum einen für die Leute, die gerne online bestellen. Sie können nämlich gucken, wo ihre Pakete sind. Natürlich nur, wenn sie mit DHL verschickt werden. Auf der anderen Seite aber auch für Privatverkäufer, die mit DHL versenden und so immer schauen können, wo ist das Paket, ist es beim Kunden schon angekommen und man so keinem Betrug unterliegen kann. Noch eine sehr, sehr praktische Funktion ist, dass man sich Briefmarken in der App kaufen kann und man bekommt dann so einen kleinen Code, den man auf den Brief draufschreiben muss. Und solltest du einen Postkasten haben, der näher dran ist als die nächste Postfiliale, ist das definitiv hilfreich. So mache ich das mittlerweile auch immer und es ist einfach mega, mega einfach. Man kann es mit PayPal bezahlen. Man schreibt den Code auf den Briefumschlag und fertig ist das Ding. Und er zeigt dir auch immer an, was für ein Porto du bräuchtest für die verschiedenen Briefarten, die es gibt. Es gibt ja große Briefe, schwere Briefe, leichte Briefe. Ihr wisst, was ich meine. Auch die App ist kostenlos. Du musst dich natürlich anmelden, gar keine Frage. Aber prinzipiell ist die App kostenlos. Und du findest sie sowohl im App Store als auch im Google Store. Wir haben gerade schon über eine Guru-App gesprochen, jetzt sprechen wir über MarktGuru. Und MarktGuru hilft dir, bei Lebensmitteln zu sparen, was vor allem in der aktuellen Zeit, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Denn mit MarktGuru kannst du dir Angebote und Rabatte von Baumärkten, von Lebensmittelläden, von Drogerien, von Elektrofachhändlern, von allem, was man sich vorstellen kann, was irgendwie ein Prospekt hat, kannst du dir anzeigen lassen.
und so richtig, richtig Geld sparen. Vor allem, weil es manchmal auch die Prospekte für die nächsten 2 Wochen gibt, sodass du im Voraus schon planen kannst oder schon schauen kannst, was du haben möchtest. Und was noch richtig cool ist, du kannst auch nach einem Produkt suchen. So kannst du zum Beispiel nach Waterdrop suchen und schauen, ist es gerade bei Kaufland oder bei Rossmann im Angebot oder wo ist es günstiger. Und falls du nicht wissen solltest, wo der nächste Rossmann ist, so wie es in meinem Fall wäre, kannst du das auch auf der Karte ganz einfach nachschauen. Und ja, dementsprechend wird dir eigentlich alles abgenommen und du sparst auch noch richtig Geld. Die App ist auch kostenlos, auch im App Store und im Google Play Store. Also definitiv eine Empfehlung wert. Das waren jetzt die 4 Apps, die ich dir zeigen wollte. Hier auf der Seite findest du jetzt noch Videos, die dir bestimmt auch gefallen. Klick auf jeden Fall drauf und dann sehen wir uns in einem dieser Videos. Ich bin raus, wir sehen uns, euer Bär.